Ahoj, moji milí, já jsem Jitka a vítám vás v projektu Czechisch mit Sprache 3 v lekci 24. Was lernt ihr in dieser Lektion? Wir bleiben noch zum letzten Mal beim Thema Lokativ. Es gibt da noch zwei Sachen, die wir uns anschauen sollten. Erstens die Monate, damit ihr auch sagen könnt, im Januar, im Februar, weil genau da brauchen wir auch den Lokativ. Dann lernen wir ein paar Verben mit fixen Präpositionen, in unserem Fall natürlich mit dem Lokativ. Und zum Schluss erkläre ich euch, warum ich in Prag auf dem Weißen Berg bin. Bleibt also bis zum Schluss. Wir beginnen mit den Monaten. Měsíc, měsíce. Zuerst schauen wir sie uns natürlich im Nominativ und dann auch im Lokativ an. Im Nominativ heißen sie leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec. Wie ihr seht, sind sie alle männlich, natürlich unbelebt, bis auf den September. Sari, das endet auf ein langes I, ist also sächlich. Und jetzt bitte Achtung, wenn wir im Jänner sagen möchten, oder im Januar, brauchen wir zwar wie bei den Uhrzeiten und Tagen die Präposition w, aber nicht plus Akkusativ, sondern plus Lokativ. Und wenn ihr daran denkt, ist es schon ein Kinderspiel. Also, im Januar heißt v lednu. Da ist das flüchtige E verschwunden, wie bei fast allen Monaten, wie ihr gleich seht. Im Februar v únoru. Wir üben das jetzt ein bisschen gemeinsam und nehmen ein paar neue Verben mit fixen Präpositionen dazu. Diese Verben gibt es ebenfalls im Deutschen, nur mit anderen Präpositionen und natürlich auch mit anderen Fällen. Wir kennen bereits arbeiten an, pracovat na, lesen über, číst o, schreiben über, psát o, erzählen von, vyprávět o. Und jetzt warten auf euch ein paar neue. Die komplette Lektion, den Lernstoff im Dialog zu beiden Videos, Übungen und Lösungen, Lernkarten sowie praktische Phrasen und als Bonus die tschechische Umgangssprache sowie vieles mehr findest du im Zusatzmaterial. Schau weiter, wie es ausschaut. Ahoj. Ahoj, Jitko. Ahoj, to je super, že jsi tady. Jo, často se bavíme o Praze a konečně jsme tady. Tak co podnikneme, na co máš chuť? A já mám trochu hlad. In diesem Sinne, mějte se fantasticky a ahoj vom Weißen Berg.